kommen denn die Mäuschen? Was für Mäuschen? Papi hat mir doch versprochen, dass er mir also Mäuschen mitbringt. Papi ist ja noch oben, da in den schwarzen Wolken. Er hat sehr schwer heute. Keine Nachricht von Köhler da? Kein Ton bei dem Sauwetter? Nein! Nein, nein, nein! Wieder mal Schwein gehabt heute, was? Ja, hier, mein Talisman. Ach, du Idiot, mit deinem ollen Strumpf. Du, der ist ganz frisch. Gestern ein Mädel geklaut. So ein Ding muss frisch in der Tasche, sonst wirkt's nicht. Mhm. Und zweimal von derselben, das gilt auch nicht. Ja. Und dabei fliegt man jeden Tag. Ist das ein Hundeleben? Papi, ja, Papi. Hallo, hallo. Du, hör mal. Ja? Bring das deiner Frau schon, weil du weißt doch wegen übermorgen, ne? Ja, ja. Frauen sind doch so komisch, ne? Gut. Papi! Ja, ja! Also, auf Wiedersehen. Meine Mäuschen! Ja, hier sind sie schon. Ja, nur auf, ja. Schnell ziehen, ja. So, komm her, hier. Und guck mal hier. Na, wie sagt man? Danke. So. Nur zu Mami. Du Streich. Mami! Mami! Mami, meine Mäuschen! Gott sei Dank. Ich habe solche Angst um dich gehabt. Und es ist wieder nichts passiert. Ich hab so einen Hunger. Was gibt's eigentlich zu essen? Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Mhm. Tag, Frieda. Tag. Was gibt's denn heute Mittag? Hammelrücken, Herr Köhler. Aha. Freuen Sie die Zwiebel nicht zu sehr, das kann ich nicht leiden, ja? Herr Köhler, Sie können fliegen, aber Hammelrücken kann ich machen. Hm. War nur eine ganz bescheidene Anfrage. Mami! Hm? Papi hat was unter die Serviette versteckt. So?
Tada, da, da, tri, da, da, tri, tram, pam, tra, da, du, tri, da, da. Georg, was willst du tun? Aber feste. Hasenfuß. Wenn wir gewinnen, kriegen wir 5000 Mark. Die können wir doch sehr gut gebrauchen. Auf einen kaufst du mir eine weiße Katze, die spielt mit meinem Mäuschen. Wir können doch auch so auskommen. Auskommen. Ich kann es nicht aushalten, wenn du da oben bist und diese entsetzlichen Loopings machst. Nochmal. Weil du überempfindlich bist, soll ich auf alles verzichten? Auf Ruhm? Geld? Nein, ich lasse mich nicht länger tyrannisieren. Immer dasselbe Theater. Ich glaube, die Mäuschen sind nicht verheiratet. Ach, warum denn? Weil sie sich gar nicht zanken. Aber Georg, ich will dich doch nur mir erhalten. Und dem Kind. Nein. Nein! Dem Sieger. Das bin ich mal gewesen. Vor 7 Jahren, bevor ich verheiratet war, hat die ganze Welt meinen Namen gekannt. Und was bin ich jetzt? Ein... Ja, ja, ich weiß. Ein Luftchauffeur. Ja. Und ich habe es satt. Weil es gefährlich ist, Feli. Na, dafür ist er doch ein Held. Vielleicht mal sehen soll, was ich für eine Angst habe. Kann ich mir vorstellen. Aber Georg, die Frau ist doch so still. Das ist es doch eben. Wenn eine Frau schreit, dann ist es ganz einfach. Da schreist du wieder und die Sache ist erledigt. Aber wenn sie so... Du meinst, auf die traurige Tour geht? So mit Heulerei und Plüschaugen, Siehst du eben eines Tages, dass dein ganzes Leben verpfuscht ist. Ja, aber sie hat auch recht. Wenn nicht immer beide ein bisschen recht hätten, dann wäre überhaupt alles halb so schlimm. Jedenfalls lass ich mich diesmal nicht unterkriegen. Darauf kannst du dich verlassen. Zahlen! Maria. Maria. Na, das ist ja ulkig. Das
ist doch die Höhe. Maria. Georg? Mach doch auf. Nur wenn du mir versprichst, übermorgen nicht zu fliegen. Wenn du jetzt nicht sofort öffnest, dann... Psst! Was? Das Kind schlägt! Ja, ich weiß. Georg? Mhm. Nicht wahr? Du wirst nicht fliegen. Aber Maria... Versprich es mir. Diese Maschine wird Flori führen. Diese da drüben, Schneider. Wir erwarten übrigens, Herr Direktor, dass bis Sonntag noch mehr Meldungen zum internationalen Flug abgegeben werden. Ja. Was ist denn das da für ein? Das ist die Spezialmaschine für den Dauerflugrekord. Aha. Na. Und Köhler? Fliegt die da drüben. Die da? Ja. Na, ich denke doch, er wird's doch machen, unser Köhler, was? Ist doch unser bester Pilot, nicht? Ah, da kommt ja unser Köhler. Morgen, mein Lieber. Morgen, Jungs. Morgen. Morgen, meine Herren. Am Sonntag werden Sie es uns zeigen, was? Sie freuen sich schon, nicht? Ja. Herr Regierungsrat, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich an dem Wettbewerb nicht teilnehme. Oh, was? Köhler. Wieso denn nicht? Ja, es geht leider nicht. Ja, aber warum denn was? Das würde ich sehr bedauern, mein Lieber. Warum geht's denn nicht? Was denn? Ich kann nicht, Herr Regierungsrat. Köhler. Na, Sie werden ja Ihre Gründe haben. Ich danke Ihnen. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So weit. Hallo, Jörg. Ja? Jörg, hör mal. Also, sie hat dich glücklich wieder rumgekriegt, was? Was heißt denn rumgekriegt? Quatsch. Ich habe sie gar nicht gefragt. Bitte? Ich will einfach nicht, verstehst du? Ich habe keine Lust, Schluss. Ach, jetzt fehlt nur noch, dass du mir erzählen willst und mir einreden willst, ich hat plötzlich die Angst gepackt. Vielleicht. Donnerwetter noch mal! Unser Kinder noch fabelhaft! Das ist schon eine Kanone! Wen ist denn das eigentlich? Weiß nicht. Er gehört nicht zu uns. Und wenn ich nicht genau wüsste, dass er in der Kantine sitzt, dann würde ich jetzt sagen, das ist der Köhler. Ja, also meine Herren, dann kann es nur einer sein. So. Johnny Billing! Johnny Billing! Ach, der Johnny Billing! Der Junge ist richtig, was? Dunner! Schauen wir mal, der Junge.
Sagen Sie mal, Sie Teufel, wo haben Sie die ganze Woche gesteckt? Die haben Sie überall gesucht. Ach Gott, ich hatte da ganz so ein kleines blondes Mädel, die ein bisschen romantisch veranlagt war. Die brauchte zur Liebe so ein bisschen Bäumchen und Blümchen und Gänschen. Dann habe ich ihm den Gefallen getan und bin mit ihr so ein bisschen in die Idylle geflogen. Wo es keine Zeitung und kein Telefon gibt. So echt mal wieder, Johnny. Ach, Jakob. Na, du alte Kanone, wie geht's dir, ne? Danke. Wann die Mädchen? Danke. Die lassen alle schön grüßen. Du? Nee. Ich habe erst gestern von eurer Kunstfliegerei erfahren. Na, da bin ich sofort los. Ich habe nicht mal mehr Zeit gehabt, ordentlich Toilette zu machen. Gestatten Sie mal. Und mein kleines blondes Kind vom Rennen hat zwar ein paar Tränchen vergossen, aber ich bin abgehauen und hier bin ich. Also, hören Sie mal zu, lieber. Sie müssen jetzt sofort... Meine Herren, nachher. Jetzt habe ich vorläufig einen Hunger, dass mein Magen ganz die Oper... Aber du hörst aber. Ach, geben Sie mal doch schnell mal Ihre Adresse und Telefonnummer, ja? Ich kenne Sie doch gar nicht. Na eben deshalb, Sie werden mich schon kennenlernen. Sie sind ein unverschämter Mensch. Was? Oh. Das möchte Ihnen so passen, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich Alice Krämer heiße und der Lindenstraße wohne. Moment, Alice Krämer, Lindenstraße. Nummer? Sag ich nicht. Ach, nun. Ist das Haus über dem Café National? Danke. Café National. Wird auf die Angelegenheit baldmöglichst zurückkommen. Kinder, ja. Da geht's immer. Ganz fein. Guter Dienst. Ach, ja. Die Hauptsache ist, Kinder, ich hab so einen Hunger und keinen Platz hier, was? Ah, Donnerwetter. Ihr habt euch aber hier mächtig verbessert. Standen Sie hier frei? Nein. Ach so, Sie erwarten wohl Gesellschaft? Nein. Ich wünsche aber auch keine. Hören Sie mal, junger Mann. Was ist denn hier los, hä? Georg! Johnny! Ja, Mensch! Was machst du denn hier? Junge! Das ist doch eine Überraschung. Ach, komm, setz dich hier. Fräulein, ein Glas für den jungen Mann. Du! Was machst du denn hier? Ich? Dir morgen deinen Preis abjagen. Jawohl, mein Junge. Mich darf ich revanchieren, dass du anno 24 mich an die Wand gequetscht hast. Das wird dir nicht gelingen. No. Nur nicht ganz so großkotzig daher. Ich starte nämlich nicht. Na nu. Ja, zum Donnerwetter, warum denn nicht? Weil, ich bin nämlich verheiratet. Siehst du? Herzliches Beileid, altes Walross. Nee, lass mal. Ich bin sehr glücklich. Mhm. Der Herr wünscht? Nichts. Oh Gott, es will jemand Riesenhunger. Mensch, du bist doch bei mir. Ist doch selbstverständlich. Auch gemacht. Auf alle Fälle billiger und besser. Nicht wahr, Fräulein? Also, komm. Einen Moment. Johnny! Ja, ich komm gleich. Hörst du? Ja, ich komme. Komm da, hopp, hopp. Ich werde baldigst auf die Angelegenheit zurückkommen. Ach, du bist doch immer derselbe, Mensch. Okay, ich muss sagen, Suppe ist großartig. Sagen Sie, junge Frau, kann ich Sie meinem Freund Georg nicht ausmieten? Ich zahle Ihnen 5 Mark mehr. Na, und Bräutigam können Sie sich bei mir halten, so viel Sie wollen. Na, hör mal, du, 5 Mark, das ist ja ein bisschen schäbig. Prost. Prost, mein Junge. Was wollen Sie denn? Das ist doch ein reizender Mensch. Wie bitte? Ach so, wie die Gefahr, wo das ging dann überhaupt, was? Na, macht nichts. Heute Nachmittag fliegen wir ein bisschen und so in 1000 Meter Höhe, da versöhnen wir uns dann wieder, was? Ich fliege nicht. Na nu, Sie fliegen nicht? Sie, die Frau eines Piloten? Ich bin noch nie geflogen und ich werde auch nie fliegen. Oh. Ja,
Ich habe sie tausendmal gebeten. Aber sie tut's eben nicht. Also, Herrschaften, das wäre bei mir ganz unmöglich. Wenn ich eine kleine Bekanntschaft mache, dann fängt's bei mir damit an, dass ich sage, na, Fräulein, wollen wir nicht mal ein bisschen fliegen? Oh, fein, Onkel Johnny. Später mache ich's auch so. Na, Prost, mein Goldjunge. Prost. Gnädige Frau, auf Ihren ersten Flug. Und auf deinen morgigen Sieg, Johnny. Prost. Achtung! Wir beginnen jetzt mit dem wichtigsten Teil unseres heutigen Programms, mit der internationalen Kunstflugkonkurrenz. Als erster startet Hellwig, dann Flore, Schneider, Jus, Duflur und als letzter Johnny Belling. Das hättest du jetzt sein können. Der Junge kriegt den Preis. Ein frecher Kerl, aber ein fabelhafter Flieger. Großartig. Na, 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 jetzt? Oh Gott. Na, wunderbar. So, guck mal hier. Meine Damen und Herren, bitte ich Sie, mit mir anzustoßen auf das Wohl des Siegers. Bravo. Thank you.
die Frau, hier stoßen wir beide miteinander an. Was? Auf ihr ganz spezielles Wohl. Nein, das gilt nicht. Noch ein Schlückchen. So schön, brav. Schön ausdrücken. So schön. Gut, brav. Na, Georg, da mach doch nicht draus, altes Walrus. Heute bin ich dran und das nächste Mal bist du wieder an der Reihe, was? Selbstverständlich, Johnny. Die Frau reicht, ja, ein bisschen. Ja. Prost, Maria. Kinder. Prost, Johnny. Thank you.
Moment bitte. Entschuldigt bitte, wenn ich euch störe. Maria, du weißt, ich muss auf Strecke. Lass uns gehen. Hoch, das kommt ja nicht in Frage. Heute wird gefeiert. Ich spreche sofort mal mit deinem Direktor. Nein, danke, ist nicht nötig. Dienst ist Dienst. Das kommt ja noch gar nicht. Deine Frau bleibt hier, verstanden? Kommt nicht? Kapisco? Willst du gerne hier bleiben? Also, heiße Freiburg, eines Wallers. Viel Vergnügen. Wir müssen doch nicht heute unbedingt in Äther stehen. Hm? Die ollen Bosssäcke kann doch mal ein anderer schaukeln. Hm? Du kannst ja machen, was du willst. Ich fliege. Na schön. Dankeschön. Oh, dankeschön. Sehr schön. Hm? Ich fliege mit. Ich trinke. Ich fliege, ich trinke, ich fliege. Ich trinke. Der Oberbürgermeister. Ich bitte noch Platz zu nehmen, meine Herrschaften. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Belling, schon Daedalus und Ikarus, jene erhabenen Gestalten aus der Ursage der Menschheit, symbolisieren die Sehnsucht unserer Vorfahren, unserer Urvorfahren, sich von der sorgenbeschwerten Erdoberfläche hoch in den azurblauen Himmel, in den azurblauen Äther zu erheben. Meine Damen und Herren, stellen wir uns vor... Warum vorstellen? Wir kennen uns doch alle schon. Wie bitte? Ach so. Meine Damen und Herren, im Namen unserer Stadt begrüße ich den Verband der Goldfischzüchter. Was? Und... Oh, pardon, das ist ja vom vorigen Bankett. Ja, ein Bankett jagt heute das andere. Das ist schon meine dritte Rede. Ich bin etwas. Bitte sehr, verzeihen. Stellen wir uns vor, ein Sokrates oder ein Plato käme heute auf die Erde zurück und sähe, wie ein Flieger seine Maschine besteigt, um loszufliegen. Soeben hat er seinen jungen Bruder noch leibhaftig vor sich gesehen und plötzlich ist er in den Wolken verschwunden. Und plötzlich sind wir zwei in den Wolken verschwunden. Und jetzt gehe ich... Und jetzt gehen wir dahin. Rummelplatz, Kirchweih, Feuerwehr. Meine Damen und Herren, noch vor 150 Jahren.
Johnny? Ja? Herr Belling, wie spät ist es? Wie spät es ist? Es ist jetzt genau 3:30. Ja, 3:30. Was machen Sie denn hier? Meine Motte, damit die ich gestern gewonnen habe. Na, wollen Sie sich die nicht mal ein bisschen in der Nähe ansehen? Hm? Ja, aber nur ansehen. Natürlich nur ansehen. Na, Frau Maria? Ist das nicht eine feine Sache? Eine ganz feine Sache. Und wollen Sie sich so einen Vogel nicht mal von innen ansehen? Wie gut man erst darin sitzt. Hm? Wollen wir mal? Nein, Herr Belling, nein. Och, Gottchen, kalt. Kommen Sie. So, frieren Sie. So. Nicht wahr? Mit der Kiste könnten wir beide eigentlich ruhig mal dem lieben Gott einen Besuch abstatten. Was? Nein, Johnny. Ich steige gleich aus. Ach, nur ein Viertelstündchen. Hm? Sie haben doch versprochen. Nein, 10 Minuten. Nein. Letztes Angebot, 5 Minuten. Ja? Nein. Sehr nein? Ja, ja. Ja, ja? Was heißt das nun? Heißt das nun ja, nein oder nein, ja? Moin, wer ist denn das da in aller Herzfrühe? Das ist der Johnny Belling. Den Frack und Klack. Mit einer Dame. Ach nee. Johnny Belling. Nach dem Grundsatz, Fräulein, wollen wir nicht vorher schnell ein bisschen fliegen, was? Guten Morgen. Herr Kehler, ja? Der Grundsatz ist aber so.
Feli, was machst du denn hier? Frieda ist auf den Markt gegangen und ich bin durchgegangen. Ja, wer ist denn da? Guten Morgen, Onkel Johnny. Komm, guten Willi. Morgen, mein Junge. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Papi wird gleich kommen. Papi ist schon da. Was? Papi ist schon da. Wo ist denn Papi? Hm? Wo ist er denn? Komm. Frau Maria, ist Zeit zum Aufstehen. Ehe Frau. Morgen, Frieda. Morgen, Herr Köhler. Na, Herr Köhler, Ihre Frau schläft noch. So. Ist sehr spät nach Hause gekommen. Geh ganz leise. Nein, Herr Köhler, Sie dürfen sie jetzt nicht stören. Was denn los, Frieda? Morgen, du Langschläfer. Morgen. Danke. Maria, ich muss dich noch um Entschuldigung bitten, wegen gestern Abend. Ich war ein bisschen nervös. Auch ein bisschen eifersüchtig auf Johnny. Papi! Ja? Weißt du das, Mami? Feli, ein artiges Kind spricht nicht mit vollem Mund. Siehst du? Aber ich wollte Papa bloß sagen, dass du... Sei still und geh raus. Du hast genug gegessen. Aber Maria... Na, was ist denn? Was ist denn los? Na, sag mal, Papi, was ist denn los? Papi, ja? Papi... Was wolltest du Papi, mir denn sagen? Ja? Mami ist heute Morgen mit Onkel Johnny geflogen. Ach richtig, ich hab ganz vergessen. Ich kam noch gar nicht dazu, es dir zu erzählen. Komm. Und Mami hat so ein schönes Kleid angehabt. Geh in den Garten. Herrgott, was ist eigentlich geschehen? Ich habe eine Nacht lang getanzt, gelacht, mich amüsiert wie alle anderen. Ist das so schlimm?
Bruce ist nicht zum Aushalten. Immer bist du schlechter Laune, immer verdrossen. Im Gegensatz zu Johnny Belling. Nicht wahr? Das willst du doch sagen. Ja, das meine ich. Der Held aller Kellnerinnen. Und er hat trotzdem den Preis gewonnen. Das sagst du mir? Darum habe ich meine ganze Karriere geopfert, dass du Ach, jetzt... was? Wenn ein Mann wirklich etwas will, lässt er sich von einer Frau nicht zurückhalten. Sehr leicht, nachher die Schuld auf andere zu schieben. Ach so. Moin, Herr Köhler. Guten Morgen, Herr Köhler. Oh, hallo, Björn, altes Haus, komm her. Setz dich zu mir, halt mit. Moin, Köhler. Morgen. Na nu, was ist dir denn über den Weg gelaufen? Hm? Komm raus. Ja, warum denn? Komm mal raus. Was gibt's denn? Was war zwischen euch beiden gestern Nacht? Was? Zwischen uns beiden? Welches Kind dort wohl? Ich will wissen, was zwischen euch beiden gestern Nacht war. Zwischen dir und dieser... Sag, bist du wahnsinnig geworden? Wie sprichst du denn von deiner lieben kleinen Frau? Lieb? So. Findest du... Ja! Verrückt geworden! Steh dich nicht. Was soll denn gewesen sein? Wir haben uns ein bisschen amüsiert. Ach, red nicht! Kenn ich schon alles! Alles ganz sinnlos jetzt. Was machst du denn da? Ich sehe noch mal kurz durch. Wir machen nachher Probeflüge mit Ballast. Ach so. Wer fliegt sie denn? Warner. Aha. Wagner. Du, hör mal. Thank you.
Ja? Ja, ist gut. So, was hat er gesagt? Köhler macht den Probeflug mit der Gloria. No? Warum baust du denn da einen großen Sender ein? Herr Köhler hat das verlangt. Herr Köhler? Na? Wohin fliegen wir heute? Ich bin gestern ohne dich geflogen. Ich werde heute auch ohne dich zurechtkommen. Nun. Quatsch nicht so viel. Mir lieber eine Zigarette. Entschuldige ich. Danke. Feuer? Du, ich hab. Haben Sie meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Mein Mann? Da.
Schach? Ohne mir? So siehst du aus. Ein deutsches Flugzeug über dem Atlantischen Ozean. Ein Flugzeug unterwegs nach Amerika. The Gloria tente le raid Allemagne-Amérique. The Gloria spotted by a liner. La Gloria traverse l'Atlantico per l'America. The Gloria on her way from Germany. Un avion allemand survole l'Atlantique. La Gloria in volo per l'America. Gloria von einem Ozeandampfer gesichtet. Keller et Spindler donnent régulièrement des nouvelles de leur raid. Georg Köhler mit seinem Bordwart Jakob Spindler geben fortlaufend Nachrichten. Musik, Feli, am frühen Morgen. Och nein, Mami. Achtung, Achtung. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Schallplattenkonzert, um Ihnen mitzuteilen, dass ein Flugzeug auf dem Wege nach Amerika ist. Dieser Flug erfolgt gänzlich unvorbereitet. Der Pilot Georg Köhler und sein Bord Jakob Spindler hatten niemand von ihrem Vorhaben unterrichtet. Augenblicklich befinden sich die kühnen Flieger 26 Grad 70 Minuten westlicher Länge und 52 Grad 18 Minuten nördlicher Breite. Die Fachleute stehen diesem Unternehmen skeptisch gegenüber, da die augenblickliche Luftströmung im Ozeanflug nicht günstig ist. Wir hoffen, Ihnen binnen kurzer Zeit neue Nachrichten von Georg Köhler übermitteln zu können. Auch mein Papi! Jetzt setzen wir unser Schallplattenkonzert fort. Es scheint, dass sich der Pilot Georg Köhler erst in letzter Minute zum Abflug entschlossen hat. Die Monteure, welche die Gloria zum Langstreckenflug... Aber Herr Billing, kann man nicht Frau Köhler mal sehen? Aber Kinder, lass doch die arme Frau mal zufrieden. Ja, und wenn Sie mir nun über den Flug selbst nichts sagen können, liebe Frau, vielleicht können Sie mir einiges aus dem Leben Ihres Gatten erzählen. Ja, das Publikum interessiert sich doch immer, nicht wahr? Ich meine, wie? Bitte? Achtung! Aber Onkel, da drunter muss es rein, der Sohn des Helms. Also, eins, zwei... Danke. Nicht helfen. Ich habe das todsichere Gefühl, dass die beiden Jungs... Der Georg ist doch so ein fabelhafter Flieger. Das muss doch gut gehen. Ja. Sturm! Du, Mensch, Sturm!
Na? Wenn Sie uns hier jetzt verhungern, deshalb kommen die nicht eine Minute früher drüben an. Seit 5 Stunden keine Nachricht. Wie ich ihn da draußen so lange anhabe,
habe ich drüber nachgedacht. Warum? Halt mal! Mensch, du hast doch schließlich einen Jungen. Meine Frau. Die braucht mich jetzt nicht mehr. Gestern. Johnny. Die waren die ganze Nacht zusammen. Ja. Auf dem Bankett, ne? Nachher? Auf dem Rummelplatz. Mensch, da war es sehr vergnügt. Wir haben getrunken und... Sag, was ist denn dabei? Du! Die beiden habe ich die ganze Nacht auf dem Gieder gehabt. Über dem Ozean toben schwere Stürme. Von den Fliegern fehlt seit 14 Stunden jede Nachricht. An alle Schiffe ist die Weisung ergangen, nach dem vermissten Flugzeug zu forschen. Achtung, Achtung, wir kommen nach Eingang weiterer Nachrichten wieder. Frau Maria, gehen Sie schlafen. Bald morgen. Hm? Ja? Lassen Sie mich doch alleine. Na, seien Sie doch vernünftig. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe. Aber Maria. Sie sind an allem schuld. Ihretwegen hat er das alles getan. Frau Maria. Rühren Sie mich nicht an. Gehen Sie weg, ich will Sie nicht mehr sehen. Sie. Um Gottes Willen, Frau Maria, was ist denn? Achtung, Achtung, Nachricht von den Ozeanfliegern. Den Fliegern Köhler und Spindler ist das unerhörte Wagnis gelungen, einen schweren Motorschaden während des Fluges zu reparieren. Das Flugzeug befindet sich 63 Grad 5 Minuten westlicher Länge und 42 Grad 30 Minuten nördlicher Breite. Nur wenige 100 Kilometer von der amerikanischen Küste entfernt. Achtung, Achtung, wir kommen sofort nach Eingang weiterer Nachrichten wieder. Maria. Maria. Ich hab's ja gewusst. Ne? Maria. Na. Und jetzt?
Gute Nacht. Achtung! Achtung! Die Ozeanflieger Köhler und Schwindler haben mit der Gloria das amerikanische Festland erreicht. Ein amerikanisches Flugzeuggeschwader begleitet die kühnen Flieger, die soeben New York passieren. Ein begeisterter Empfang wird den Fliegern zuteil. Wozu so ein Krach manchmal gut ist, was? Mein lieber Herr Köhler, mein lieber Herr Spindler, ich grüße die siegreichen Bezwinger des Ozeans. Schon Daedalus und Ikarus, jene erhabenen Gestalten aus der Ursage der Menschheit. Papi, hast du auch Hunger? Mach dir nichts draus. Heute bin ich dran. Das nächste Mal bist du wieder an der Reihe.